Jungs, was macht ihr denn hier? Ich war gerade in Alabastia und dachte, ich schau mal bei meinem guten alten Freund Rot vorbei. Aber er war leider nicht zu Hause, nur seine Konsole war da. Was? Diese Art zu rechnen ist niveaulos? Ich habe mich hart blamiert mit dem Revive-Joke? Okay, Freunde, wisst ihr was? Wir werden es Rot heimzahlen. Aber auf eine anspruchsvolle und erwachsene Art und Weise. Zeitreise. Wir werden ihn einfach besiegen. Und ihm das Maul stopfen. Let's go. So, Freunde, wir sind gerade in der Zeit gereist und wir sind zurück im Mondberg, wo wir das erste Mal Rot begegnet sind. Und dieses Mal werden wir ihm in den Arsch treten. Und da ist er ja auch schon. Und damit geht's ab in den Kampf. Let's go! Und Trainer Rot startet mit seinem Charmeleon. Aber uns juckt es nicht, denn wir haben Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly ist zurück und sie kommt mit der Quick Attack rein. Batz! Oh ja, let's go! Das war's mit Glutexo. Und jetzt schauen wir mal, was der Dude noch gehabt hätte oder noch hat. Gehen wir für die Double Edge. 120er Stab Move, kann niemand überleben. Please don't gift me, my dude. Natürlich, das war klar. Aber hey, wie könnte es auch anders sein? So, er hat noch einen Mankey. Wir wollen unsere Lebenspunkte nicht noch weiter reduzieren. Deswegen gehe ich einfach für Quick Attack. Er hat sogar noch einen Pikachu. Okay. Batz, wir sind aber schneller als Pikachu. Er hat einen Butterfree auf 24. Das juckt uns auch nicht. Und sogar sein Tauboga werden wir in den Boden stampfen. Let's go! Und so rächt man sich. Niemand legt sich mit Team Rocket, ich meine natürlich Team Rascal an. Freunde, die Shiny-Version ist jetzt auch im Shop. Gönnt euch, my G's. Ist einfach pure Neißigkeit. Jetzt im 3D Supply Shop. Let's go. Team Rascal for the win. What the fuck? Did you use cheat codes? Bro, you weren't supposed to beat me just now. God, how's this man supposed to keep a plot going if you go about messing it up? Okay, listen. Just go along with what happens next and pretend like I just beat you straight out, okay? Jesus. Well, und das, meine Freunde, passiert, wenn man Rot tatsächlich besiegt. Und ja, ich habe gecheatet. Ich bin nämlich ein Schurke. Aber damit, meine Freunde, geht es weiter in der Story von der Rocket Edition. Und ich konnte einen Schritt machen und Professor Eich ist am Start. You're that young Rocket I spoke to in Lavender Town. So, it's true, your gang has invaded the building then? Such a shame. A young and able man like you wasting your energies on blackmail, thievery and violence. What's it all for? A mighty shame is what it is. Good day, Rocket. Wir kämpfen nicht gegen... Er tut nichts. Eich ist wirklich ein Lappen, Digga. Eich ist wirklich so ein Dude, der lässt einfach alle im Stich gerade. So, wenn wir hier zurückgehen, müssten wir doch irgendwie zu dem... Ach komm, scheiß auf das eine Mon. Wir werden die Gegner auch so bezwingen. Warum zum Teufel bin ich mit einem vergifteten Pokémon hierher gekommen? Oh Gott, die Story geht weiter. Bill ist auch am Start, oder wie?
Oh, damn, okay. Why, Zephy? Now isn't this a surprise? I was just finishing some business negotiations with my executive friend here. The Master Ball is partially ready for market. Do you know what this means? The rarest, most powerful Pokemon in existence. Mine without a second thought. I've seen enough of that masterly engineered device to see it's is just what I've been waiting for. I'm picking up a copy of the blueprints and the working prototype. Oh, I have no trouble influencing a corrupt old guy like Mr. President here to do my bidding. You guys did a cool job invading the place, but you're too slow. And sorry to say, I have no loyalty to Team Rocket. Verräter! Nor to anyone. The prototype is mine. Er will den Meisterball stehlen! Beziehungsweise die Blueprints, also hier die Pläne, die Baupläne. I advise you to leave now before police seizes the building back. Go, leave me. Your chance is past. Bruder, ich bin Admin. Und ich trag fucking Rascal-Merch. Du kannst mich nicht aufhalten. Ich hab gerade Rot besiegt. Zephy, you blind, loyal idiot. Well, I won't say I didn't see this coming. Come at me then. I'm getting that ball, whether Giovanna likes it or not. Oh, wir kämpfen gegen Bill! Yo! Alter! Pokemaniac Bill! Okay, wir haben 5 gegen Level 42. Alles klar, Bruder. So, Regenerator. Oh Gott. Ich gehe mal für Yawn. Er cursed? Lul. Okay, alles klar. Yo, wir kämpfen einfach gegen Bill und er hat einen Porygon. Er hat einen Porygon? Scheinbar. Von Mr. Fuji oder so. Ich habe absolut keine Ahnung. Gut, ich gehe für die Psychic. Die wird nämlich doch noch einiges an... Wow, das war ein Crit. Holy... Okay, das war, das habe ich nicht erwartet. Porygon ist nämlich ein ziemlich bulkiges Pokémon. Oh, get played, my boy! Get played! Ja, dann gehen wir für Slack Off. Weil der Sucker Punch wäre sehr effektiv. Und das Ding schläft jetzt. So, dann gehe ich für Psychic. Könnte maybe einen Spedef Drop hervorrufen. Aber ich glaube nicht, dass er 2 Hits tankt. Das ist immerhin eine Step-Side. Oh, well, never mind. Never mind. Oh, er geht für Crunch. Okay. Hat den First Turn Wake-Up bekommen, by the way. Will ich nur mal erwähnt haben. So, Kangaskhan geht fast down. Wir wechseln an der Stelle zu einem Mon, was... wir wechseln noch nicht. Oh, Hyper Potion. Okay. Oh, Hyper Potion. Spedef Drop? Nope. Schade. Gut, jetzt geht er für den Sucker Punch. That is okay. Die Frage ist jetzt. Kriegt einfach nie den Drop, ne? Wir gehen zu Foxy Bell raus. Zurück. Da kommt der Sucker Punch. We don't even care. Oh. Oh, du willst nicht. Du willst nicht Ausdauer einsetzen, während ich Zornklinge einsetze, Brody. Weil jetzt ist sie doppelt so stark. Oh my goodness. Jetzt sweepen wir. Jetzt sweepen wir. Foxy Bell geht jetzt durch das Team durch. Let's go. Foxy Bell, Meisterkatterin des Schneidens. Sie schneidet alles in 2. Ob Video oder Gegner. Ist egal. Sie zerhackstückelt dich dann einfach. So, Exzessor. Haben wir gelernt. Sehr gut. Lapras. Oh, wow. Wir verfehlen die Zornklinge? Ich wusste nicht mal, dass das geht. What the hell?
gut, dann gehen wir für Exesor. Crit? Maybe? Nope. Oh no. Foxy Bell geht gegen Lapras down. Okay. Eieieiei. Gut, Pikachu. Let's go. Wir gehen erstmal für Fake Out, einfach um ein bisschen Chip zu machen. Lapras hat nämlich sehr extrem gute Death, also es ist sehr, sehr bulky. Und ist halt nur ein Pikachu, ne? Ist halt ein Thunderbolt Stab, aber ist halt nur... Genau das. Genau das. Oh my, das ist neutral, nicht mal sehr effektiv. Okay. Uns gehen langsam die Pokémon aus. Shadow Sneak. Los, Gengar. Okay. Holy shit, das Lapras ist böse. Hat zwei meiner Pokémon rausgenommen, obwohl ich richtig krass gesetupt war. Oh, toll. Ein Dragonier. Wobei, Dragonier kann gar nichts. Dragonier kann keine Moves. Ich spuck dir ins Gesicht. Och, tu. Au. Well, das hat nicht gereicht. Nicht mal auf plus 1. Nee, warte mal. Er hat Agilität, kein Drachentanz eingesetzt, ne? Ja, und der Crit konnte auch nicht eine Runde vorher kommen oder so, weil das ist halt dann immer so, ne? Okay, Pinsir. Okay, ich gehe für einen Straight Shadow Ball. Das Problem ist, Slowbro ist... Oh my... Warte mal, hat der Sucker Punch? Pinsir wird mein ganzes Team vernichten, oder? Wobei, Nidoking... Oh, tankt der am Plus? Outspeed ich ihn? Ja, never mind. Get the fuck out of here, man. Kein Sucker Punch, kein gar nichts. Ich weiß nicht mal, ob Pinsir Sucker Punch... Er konnte auf jeden Fall Ruckzuck-Hieb und mit der Mega hat er halt einen Flugtyp drauf, aber... No! Zephy! Don't you see that? You're messing it all up now? Er meint, wir würden es versauen. Oh, jeez! I can't believe I didn't prepare myself enough to deal with a situation like this. So close! So disgustingly close! I'll have to reconsider the plan. Zephy, you idiot! Damn, man. Ich meine, tut mir leid, Bro, aber... another unannounced visitor? I guess today is no appointments day, is it? Look, kid, time is money. Let's cut to the chase. Say, you're one of the Team Rocket goonies, aren't you? Why, when I hear the reports of the building being invaded, I thought for sure it was some big excuse for my managers and engineers to slack off from work. In fact, I'll be damned if you're not some entry-level clerk that... Oh, muss ich gegen den jetzt auch noch kämpfen? Funky outfit just to keep the hoax going. Well, well. Joshing aside... I suppose it's not... Oh, no. It's not altogether unusual for a shady gang like yours to want some friendly influence in big business, is it? Look, getting involved with you... Lot is a bad PR. So how about I just have Susie here write you a check? Nobody needs to know about it, of course. Giovanni, please, rette mich. Oh shit, is this Giovanni? I'm afraid you can't just pay us off like do your government cronies, Mr. President. Ja! Woo, Giovanni! Ich meine natürlich, Zephy, what a job you've done. Come here a moment. The building is ours. An old fat cat here. An old fat cat here is left with his company, his employees, and his life at the mercy of our demands. Excellent work, Zephy. Master Ball will finally be ours.
I must commend you for your skill and your constant loyalty. You've proven to be quite an invaluable part of Team Rocket. There isn't a doubt in my mind, Zephy. Allow me. What? Whoa! Warte mal, was? Es gibt noch was Höheres als Admin? Was ist ein Executive? What? Oh my goodness. Say no more, Zephy. You also carry one of these from now on. It will come in handy in the types of jobs you'll have to go going forward. Yo, die Crowbar! Wir haben eine Eisenstange hier zum Einbrechen. Oh shit. As an executive, you now have the power to steal Pokémon from all trainers. Accepting only gym leaders and the Elite Four. A position of massive influence, but you've proven yourself worthy. I'll handle the negotiations here. You're now dismissed from this mission, Zephy. Go have some well-earned rest and get ready for the next one. With Master Ball in our hands, there is no end to what we can do. Our hard work has finally borne fruits. Long live Team Rocket. I mean Team Rascal. Oh shit, Digga. Ich weiß nicht mal, was wir jetzt sind, aber wir sind über einem Vorstand, scheinbar. Okay, ich meine, wir lassen jetzt Giovanni mit dem Dude allein. Wir wissen ja, was passiert. Rot wird klar. Werden wir noch auf Rot treffen? Wir sind geschwächt. Rot wird gleich in dieses Gebäude stürmen und alles und jeden auseinandernehmen. Und warum sehen wir immer Eich, bevor Rot auftaucht? In Lavandia haben wir schon Eich getroffen. Und da ist ja, nachdem wir... Oh nein. Ja, es ist wirklich... Well, 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 na? Wie hat es sich angefühlt, in der Vergangenheit verdrescht zu werden? Ach du Scheiße, Digga. Bill will noch mit uns reden? What? Zephy, drop whatever you're doing. Meet me at the Pokemon Lab at Cinnabar Island. That's the Pokemon Lab at Cinnabar Island. The building just west of the Cinnabar Pokemon Center. Come. As soon as conveniently possible. No time to explain. Oh, shit, Digga. Okay. Ey, krass, Alter. Was? Die fucking Theorien, ne? Jedes Mal, wenn Rot auftaucht, war kurz vorher Professor Eich da. Und hat irgendwie rumgeschnüffelt, schon im Lavandia-Turm. Er hat Mr. Fuji nicht geholfen. Er war nur da und hat rumgeschnüffelt. Und dann kam Rot und hat Fuji befreit. Und hier genauso. Professor Eich war einfach nur im Gebäude, hat rumgeschnüffelt und ist verschwunden. Und jetzt ist wieder Rot am Start. Was zum Teufel hat dieser Dude vor? So, wir können jetzt auf jeden Fall Pokémon von allen möglichen Menschen stehlen. Ne? Von Erwachsenen. Männern, Frauen, Kindern, alten Leuten, egal. Wir können von jedem Menschen jetzt Pokémon stehlen, außer von Arenaleitern und von den Top 4. So, ich lege mal ganz kurz unser Fukano ab, um unseren Hubschrub aufzunehmen. Das ist nämlich immer noch unser Fluchtfahrzeug. Denn ich habe immer noch keinen Feuerstein gefunden. Und ich werde wahrscheinlich auch keinen mehr finden. Oh Gott. Okay. Bill, der uns gerade verraten hat, hat uns gerade angerufen und gesagt, wir sollen auf die Zinnoberinsel kommen. Und da steht er auch schon. Okay, habe ich geheilt? Ja. Ich habe alle meine Pokémon geheilt. Let's go. There you are, Zephy. Come on. No time to waste. They're waiting inside. Yeah. Over here in the testing room, on the far right.
quickly. Don't worry about the snooty researchers. They won't bite. Ha. Huh. Was zum Teufel geht hier vor? Und währenddessen wird Giovanni gerade von Rot zusammengehauen, ne? Fuji? Und Blaine? Oh, shit. No! What is this criminal doing here? Bill, you can't be serious. Do you know what this rocket here did to me? How Quiet, Fuji. If Zephy stole candy from one of your orphans, I'm sure he's sorry. The project we're about to realize is way bigger than your personal vendettas. Don't you understand? Now then, we should be all ready. Take a seat and let's get down to business. Listen up. It seems as if the only Master Ball prototype is about to fall into Giovanni's hands. Jawohl, Team Rascal! It would have saved me a lot of trouble to get it myself. But so be it. Tja, ich hab dir auf die Fresse gegeben, ha? I had a good luck at the finished blueprints and committed them to memory. If we can't get a hold of that Master Ball prototype, why we'll just make our own. This brief window of time before Master Ball becomes publicly available, it's our unique chance to capture one of the most powerful Pokemon in existence. I'm not going to let it go to waste. So that's what it is all about, is it? That's why you brought us here? Another blue-eyed expedition to capture Mewtwo? That's ridiculous. It'll never work. He's right, you know. Remember Mewtwo's genetic makeup? We engineered it with an immunity towards the standard Pokeball capture mechanism. Unless it actively chooses to let down its guard. Not even this Master Ball can have any chance of catching it. I know, I know. I was right there with you, wasn't I? No, you simple-minded old foggies. I'm not talking about Mewtwo. Let Lance and Giovanni run circles around that beast all they like. They seem to enjoy it. Don't you see, people? How this Master Ball is going to let us tie up on one of our biggest loose ends once and for all. One that's haunted more than the three of us for so many years. But Bill, surely you don't mean... I do. Now, listen to me. The three of us can manufacture our own Master Ball in a relatively short period of time. There are a few practical matters, however, that we're going to need some help to pull off. This is where you come in, Zephy. I'm going to need your help. I hate asking for favors of anyone, but it is what it is. Nothing else. I promise I'll make you. I make it worthwhile. Many times over. What I need from you is really very simple. Number one, deep in Viridian Forest, I've planted a particular rare breed of Johto apricots. At least one of them should have sprouted by now. Go pluck it and bring it here. Second and more importantly, Zephy, I need access to your rocket scientist's pirated sylph technology. Ransack the rocket lab on the main floor of your HQ in Celadon. I have it on good record that your people have made replicas of Sylph's latest high-end Pokeball processing chip. Grab one and bring it to us as soon as conveniently possible. Zephy, you have no idea what great things are at stake here. Nor the rewards that are in store for you if you cooperate. Do what I ask and you will not regret it. Now, gentlemen, we have work to do.
Wovon spricht er? Die drei sind also der Meinung, dass Mewtwo nicht mal mit dem Pokéball, mit dem Meisterball gefangen werden kann. Sie reden also nicht von Mewtwo. Sie lassen Giovanni und Siegfried sich um Mewtwo streiten, während sie andere Pläne haben. Vielleicht finden wir noch was raus. Alright, Rocket, I'll accept your help. Given what's at stake. But once we're done here, I want nothing more to do with you. Okay, bro, chill. I don't quite know whom to trust anymore, Rocket. All we can do is our best, isn't that right? Okay, wir müssen also in den Vertania-Wald eine Aprikoko pflücken und wir müssen ihm Zugriff zum PC in unserem Hauptquartier irgendwie bringen. Ey, ich will nicht sagen, aber das hört sich krass nach Verrat an, Digga. Und ich bin gerade erst aufgestiegen. Tja, mal schauen, wie es weitergeht, Freunde. In der nächsten Folge, ja! Von der Team Rocket Edition. Lasst einen Daumen da, wenn ihr das Projekt supporten wollt. Schaut in die Videobeschreibung für Team Rascal Merch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Euer Team Rocket Executive. Das ist irgendwo was zwischen Boss und Admin. Fast Boss. Bis zum nächsten Mal.